Hallo und willkommen zurück zu Fairy Legends of Avalon. Hier sind wir bei den Nixen im Wasser, die ziemlich sauer sind. Da wir die jetzt aber entdeckt haben, frage ich mich, können wir jetzt vielleicht mit den Geistern nochmal darüber sprechen? Haben die jetzt vielleicht dazu was zu sagen, dass da draußen böse Meerjungfrauen sind? Grund für Gewalt? Nee, er will ja eh nicht darüber reden. Also der hier oben auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht mehr, mit wem wir geredet haben, der ein bisschen offener war. War das der hier? Beruhige dich. Okay, ciao. Haben wir den getötet? Den einzigen, der mit uns redet? Also der nicht, der nicht. Dann bleibt nur noch... War hier nicht auch einer? Nee. Bleibt nur noch... Okay, hier sind noch zwei. Du vielleicht? Frag den Bootsmann. Du findest ihn vor der Kajüte unseres vermaledeiten Kapitäns. Okay, danke. Okay, dann eben du. Dann müssen wir jetzt mit ihm reden. Er ist der Einzige, mit dem wir reden können. Ah ja, er hier. Genau. So, und jetzt will ich mal wissen... Hilfe? Steckst du in Schwierigkeiten, Bootsmann? Richtig geraten, meine Liebe. An Bord befinden sich drei Trolle. Die müssen irgendeine durch das Portal gerutscht sein. Ach so. Was ist mit diesen Trollen? Die Trolle sind Landratten und niederträchtige Hunde. Die Wellen haben sie angespült und ganz schön durcheinander gewirbelt. Kannst du sie wieder zur Vernunft bringen und zurück ins Reich der Trolle schicken? Gut, ich kümmere mich drum. Ach so, das ist die neue Quest. Besiege die Trolle, die sich auf dem Schiff versteckt haben. Ja, das machen wir doch mal. Vielleicht hilft er uns ja dann auch, aber vielleicht kann er uns auch trotzdem noch mal was jetzt für die Nixen sagen. Schiff. Geisterpiraten, nicht wegkommen. Wirklich, das Schiff kann ich ablegen? Ja, niederträgen die Korrigan. Okay, wo ist denn der Kapitän? Der fabrikiert ihn. Okay, gut, dann machen wir uns mal auf die Socken nach den Trollen. Das ist ja interessant. Wie viele brauchen wir? Müssen wir denn davon besiegen? Jetzt finden wir sie wahrscheinlich auch erst. Okay, ich hätte mal früher auf Hilfe gehen sollen im Gespräch. Dann hätte ich mir den letzten Part da, dass die Sucherei erspart. Vielleicht geht das ja auch erst jetzt. Nee. Oder? Ne? Okay. Na, hier versteckt sich doch bestimmt irgendwo einer. Ah, ich höre nämlich schon ein. Die haben... Wo bist du denn? Du Troll. Hör dich doch schon. Patsch, patsch, patsch. Bist du über uns? Oder hinter uns? Oder? Vor allem, wenn es mehrere sind, dann... Ja. Patsch, patsch, patsch. Ich höre wieder einen. Wo? Okay, hier auch nicht. Wo verstecken sich die Trolle? Vielleicht. Irgendwo da drinne. Da! Da ist einer. Ha, ich habe endlich einen gefunden. Dann komm mal her. Sehr schön. Okay, wir machen mal normalen Angriff und Geschosse. 20. Ich glaube, die Trolle waren, glaube ich, gut mit Magie zu bekämpfen, wenn ich mich recht erinnere. Okay, dann machen wir das mal. Schön Eisgeschoss. Ja, das funktioniert besser. Das schwächt ihn mehr. Davon haben wir ja noch genug. Dann brennst du schon mal. Ist auch nicht so gut wahrscheinlich. Jawohl. So, dann hätten wir auch noch ein bisschen Tornado und Eisgeschoss. Ordentlich 56 Schaden. Nochmal 56.
Und 34. Und 47 nochmal geschenkt. Von unserem lieben Drachen. Welle mache ich mal. Voll gut. 57. Ich finde sie echt stark. Sehr schön. Inferno. 72 macht unser Drache mittlerweile. Sehr gut. Sehr, sehr gut. 56 ist auch klasse. Da sollen die Gegner erstmal dem standhalten, würde ich sagen. Und 47 nochmal oben drauf. Ist wie immer, also bisher musste ich kaum heilen, was ich ziemlich cool finde. Aber dann sieht man auch, dass wir verdammt stark sind. Er ist ausgewichen, macht nichts. Wir sind noch zweimal dran. Okay. Dann mach mal. Drago. Jawohl, das war er. 250 Erfahrung. Hat sich jetzt bei der Quest irgendwas getan oder wie ist das jetzt? Ist jetzt hier Trollversteckspiel. Eins von dreien. Okay, also zwei sollen wir noch finden. Dann machen wir das mal. Gott, aber erst merke ich mir, dass ich den hier gefunden habe. Wie merke ich mir das denn mal? Keine Ahnung. Man hört die doch bestimmt. Bestimmt ist hier unten auch noch irgendwo einer. Irgendwo ist noch einer. Bin ich jetzt aus der Klappe gekommen oder aus der Tür? Ich glaube, ich bin hierher gekommen, ne? Hier hatten wir nämlich gerade erledigt. Okay, ich bin aus der Tür gekommen. Nicht aus der Klappe. Ja, ich weiß, es sind merkwürdige Eselsbrücken. Hier müsste doch auch einer sein. Das würde sehr, sehr gut passen. Aber der soll auch mal Geräusche von sich geben. Troll, Troll. Trolliglein. Wo bist du? Ich flieg extra langsamer. Ich kann die bestimmt schnell übersehen hier, wenn die irgendwo nur in der Ecke stehen. Ich höre den. Ah, da ist er doch. Yeah. Was kriege ich? Verbessert körperliche Resistenz. Yo. Da haben wir es schon. Da sind die Stiefel. Das muss ich mir dann nochmal angucken. Mal gucken, wie viel wir haben. Und der nächste Troll. Sehr gut. Aber der dritte finden wird bestimmt nicht einfach. So, dann. Junge, das kannst du vergessen. Die sind viel zu stark für dich. 112 sogar. Sehr schön. Bam. Feuerball, dann brennt er auch noch schön. Brennt jetzt schon beim ersten Mal. Sehr gut. Bams. Und nochmal. Und jetzt haben wir ihn gleich schon zur Hälfte. Ausgewichen, macht aber nichts. Wir sind noch zweimal. Jawohl. Das ist schon ordentlich Schaden. Das Schöne ist halt auch, dass wir immer von vorne geheilt sind. Also, dass wir sofort immer volle HP eigentlich haben, sobald wir in den nächsten Kampf gehen. Ist mir auch aufgefallen. Also auch wenn wir halt voll geschwächt werden, im nächsten Kampf ist alles wieder gut. Würde natürlich auch nochmal den Schwierigkeitsgrad erhöhen, wenn wir auch geschwächt in den nächsten Kampf gehen würden, was ja eigentlich logischer wäre. Und das war er auch schon, das war der zweite Troll. 250 Erfahrungen. Da wir die Kiste schon haben, okay. So, man hört sie ja. Also wir haben jetzt den Troll haben wir auch gehört. Wenn irgendwo einer ist, vielleicht einfach mal lauschen.
doch gut noch einer sein. Hallo. Troll, Troll. Wo bist du, Troll? Ich habe aber auch schon wieder einen gehört gehabt. War ein bisschen leise. Vielleicht müssen wir durch ein anderes Fenster mal. Ich glaube, wir gehen mal durch ein anderes Fenster. Aber wahrscheinlich sind wir dann auch wieder schnell da, wo wir schon mal waren. Aber immerhin, zwei haben wir schon. Gehen wir mal dadurch. Vielleicht habe ich Glück. Bist du hier? Mach mal Piep, Mäuschen. Gib mal einen Laut von dir. Problem ist, dass meine mit... Da, ich höre ihn doch. Bist du hier? Watsche mal hier irgendwie rum. Meine Mitflieger machen ja auch Geräusche. Die dürfen mich nicht aus dem Konzept bringen hier. Der Trollsuche. Ich habe ihn doch gehört schon. Oh Mann, ey, was für ein Gesuche. Das ist schon gemein. Echt nicht so einfach. Also wenn man es blind spielt, also ich glaube, wenn man es dann schon zwei, dreimal gespielt hätte, dann weiß man wenigstens, wonach man sucht. Ich habe ihn wieder gehört. Aber auch relativ weit weg. Vielleicht ist er einfach gar nicht hier. Weil ich halt nicht weiß, ob wir hier schon waren. Wenn ich hier schon längst einen anderen Troll erledigt habe. Ja, also hier ist eine Kiste, hier war ich auf jeden Fall schon mal. Aber die Trolle waren ja noch deswegen noch gar nicht hier, oder? Waren die Trolle schon hier? Glaub nicht. Ich glaube, die sind erst dann aufgetaucht, nachdem wir wussten, dass wir welche erledigen sollen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Das ist ja fein. Oha. Heiltrank. Sehr schön. Und? Dann gehen wir mal hier oben rein. Auf Trolljagd. Patsch, patsch, patsch. Wo ist der nächste Troll? Wenn ich diese Dinger sehe, denke ich mal, wir waren hier schon. Diese komischen Eisenteile. Hm. Ja, mein Gott, und flieg doch mal da drüber weg. Die wohl so im Licht stehen. Hier ist wieder die Kiste. Ich glaube, hier waren wir schon. Okay. Ist da einer? Da vielleicht. Mal rein. Da, hier, da, den höre ich doch laut hier. Hier ist er doch bestimmt. Bist du hier? Hier, so zwischen den Kisten. Ne? Ne, das war der andere, ne? Mann. Können nicht einfach zwei auf einem Haufen sein, damit wir den dritten finden, dann hätten wir es erledigt. Mal hier. Troll. Gemein. Ach, hier kann ich nicht durch. Ein Hinweis wäre nicht schlecht.
keine Ahnung, wo wir noch nicht waren. Keine Ahnung, wo sich der dritte Troll befindet. Der soll mal ein Geräusch von sich geben. Bisher höre ich nichts. Vorhin habe ich was gehört. Da ist wieder eine Kiste gewesen. Nein, 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 nein. Wo ist er denn? Da! Hier habe ich jetzt was gehört. Bist du hier? Bist du hier drin? Ich habe ein Trollgeräusch gehört. Ist ja voll easy, neben dem, an dem vorbeizufliegen, auch wenn der muss ja nur irgendwo stehen. Und ich bemerke es nicht. Guck mal, hier ist, ich höre den doch voll laut. Wo ist er denn? Wo? Wo, 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 wo? Vielleicht unter uns? Oder ist er hier? Sei hier, bitte, sei hier. Boah, das gibt's doch nicht. Boah, ich werde jetzt mal einen Cut machen, den suchen und... Ja, und dann, wenn ich ihn hab, dann stehe ich vor ihm, dann kämpfe mit dem und dann hat sie's, oder? Was soll ich denn tun? Okay, bis gleich. Oh, ich habe ihn endlich gefunden, den doofen dritten Troll. Eine Ebene höher war er. Ich hätte mal einfach ein Stockwerk nach oben gehen sollen. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich schneller gefunden. Hier bei der Kiste, die wir schon hatten. Endlich. Das Gesuche, sowas geht mir immer ein bisschen auf die Nerven. Aber wir haben ihn gefunden. So, Tornado. Immer drauf. Cool wäre ja eigentlich sie als Piratin, wenn sie jetzt eher so einen Wasserzauber hätte. Aber naja. Komm, brenn mal. Schade. Der will nicht brennen. Macht aber nichts. Hat er jetzt ernsthaft nur 25 Schaden gemacht? Ist ja nicht viel. Ausgewichen hat er, freut er sich. Hahaha. Okay. Welle. Das finde ich auch cool. Den Angriff. Die Welle. Und Inferno einmal bitte. Oder ihr zweimal. Na endlich. Renn mal. Kriegen wir dich schneller platt. 25 Schaden, das ist ja nix. Jetzt entfachen wir das Feuer noch ein bisschen mehr mit schön ordentlich Wind. Er ist ausgewichen, macht aber nichts. Nochmal ausgewichen, na? Dann ganz schneller hier. Aber du wirst trotzdem sterben. So, jetzt haben wir dich gleich. Sehr gut. 250 Erfahrung und damit der letzte. Begib dich zurück zum Bootsmann. Ja, das wird ja auch mal Zeit. Ach, das war hier direkt runter. Aha. Da kriege ich einen Rabbel bei sowas. Einfach nur hier, das geht da runter. Okay, das war nicht super. Doch, es war ein bisschen offensichtlich scheiße. Okay, gut. Hallo, Trolle weg. Die Trolle haben das Schiff verlassen, Bootsmann, und sind über das Portal wieder zurück ins Reich der Trolle gelangt. Arr, vielen Dank, meine Liebe, du bist wirklich ein Engel. War mir ein Vergnügen, Bootsmann. Bevor du aufbrichst, mir fiel gerade ein, dass ich mir vor den Kodigaren etwas stiwitzt habe. Muss noch irgendwo in den Vorratsräumen sein, greif zu. Durchsuche die Kisten im vorderen Teil des Schiffes. Aber das haben wir doch schon alles gemacht, oder? Oder finden wir da jetzt Neues, was wir noch nicht hatten? Vorderer Teil des Schiffes. Ist das vorne oder ist das hinten? Hinten, ne? Oder? Oder? Ist
hinten. Vorderer Teil des Schiffes. Wo denn? Unten? Ah, hier. Ah, da ist doch was für uns. Erkunden. Verbessertes Airset. Ach, das ist ja nett. Und 300 Erfahrung haben wir auch bekommen. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Hat nichts mehr zu tun hier? Oder was? Da gibt es doch bestimmt noch was zu machen. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal mit diesen komischen Zweien reden, weil ich glaube, die können uns bestimmt weiterhelfen. Mit hier, ja, ne? Könnt ihr doch, oder? Komm, also, die müssen doch irgendwas zu uns, für uns zu tun haben. Flügeldinger. Was willst du wissen? Piratenkanonier? Wo ist Piratenkanonier die Welt? Den Goblin gesehen? Weitere Fragen. Ja? Nix? Dann Sumpfratten. Achso, wollen wir uns vielleicht nochmal bedanken bei ihm? Vielleicht ist das das, was uns jetzt noch fehlt. Oben. Komm, Typi. Hilf uns mal. Was kommt als nächstes? Der will nicht mehr mit uns reden. Den Bootsmann, den findest ihn vor der Kapitänskajüke. Ja, ja. Das, ja. Ich dachte immer, das Geräusch wäre eigentlich... Naja. Ich dachte immer, das wären die Gnomen, aber es waren dann wohl doch die Geister, die man immer gehört hat. Was wir hier als nächstes machen, das sehen wir im nächsten Part, würde ich sagen, von Fairy Legends of Avalon. Ich weiß aber nicht, was wir jetzt hier machen können, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung, Leute. Gebt mir mal ein bisschen was zu tun. Ich guck mal hier in unsere Geschichte. Finde den dritten Cousin, das geht nicht. Die Ursache des Problems heraus. Vielleicht doch nochmal mit den Meerjungfrauen reden. Vielleicht helfen die uns ja diesmal wegen der Trolle oder so. Aber es wirkt jetzt eher wie eine Nebenquest. Deswegen glaube ich eher, dass wir den Kapitän finden sollen. Immer noch. Immer noch glaube ich das. Kämpfen. Fragen. Ich will nicht mit ihm kämpfen. Nicht wegkommen. Weitere Fragen. Geisterpiraten. Ja, ich weiß nicht. Also, ich kümmere mich drum im nächsten Part. Wir sehen uns. Bis dann.